Servus Leute und willkommen zurück zu Total War Rome 2. Ja, wir befinden uns wieder im Krieg. Oder immer noch im Krieg, besser gesagt. Wir sind hier irgendwie dauerhaft im Krieg. Na gut, wie gesagt, Total War und so, ne? Sagt irgendwie der Name. Sorry, dass gestern keine Folge kam. Wie gesagt, Zeit und so, ne? Und auch teilweise Lust, muss man sagen. Muss ich auch so ehrlich sein, das zugeben. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben waren. Ich glaube, wir wollten uns in Richtung der Massilia wenden, ne? Das, glaube ich, war unser nächstes Ziel. Genau, die waren ja schon alle unterwegs. Stimmt. Die Armeen hatten sich ja gesammelt. Der Pfad ist versperrt. Ich finde diese Betonung auch cool von den Typen. Ja, dann schauen wir mal, was jetzt los ist. Diese komische darko-thrakische Konföderation, die hat irgendwie Sympathien verloren. Ich glaube, die Massili haben gemerkt, was los ist. Naja. Irgendwie haben die Kelten jetzt Sympathie verloren. Jetzt heißen sie Darko-Thraken, jetzt mag ich sie nicht mehr. Jetzt werden sie vernichtet. Einfach weil sie so heißen. Die Massilia dringen in unser Reich ein. Hä? Wo waren denn da Massilia? Ich sehe keine, aber das sind wahrscheinlich die, die unsere Armeen blockiert haben. Und hallo, lag? Alter, wieso laggt's denn in der Wüste so? Das ist ja irgendwie unlogisch. Hier ist doch nichts. Oder ist der Sand so lagintensiv, weil jedes Korn einzeln dargestellt wird, oder wie? Das kann doch nicht sein. Ich meine, das ist ja unlogisch irgendwie. Wir müssen das jetzt so machen, dass wir mit einer Armee dann Richtung Garama rücken. Und wo sind die anderen? Da kommen doch noch ein paar, oder? Hat dich da oben welche hingeschickt? Von dieser Straße aus. Nach Sidamus, weil da können wir nämlich die drei Städte eventuell sogar in einem Rutsch übernehmen. Und quasi mal wieder einen kleinen Blitzkrieg führen. Wohin warst du unterwegs? Ich weiß es nicht mehr. Ich beende jetzt einfach mal die Runden und warte drauf, wo die alle hinmarschieren, die ganzen Armeen. Dann weiß ich ja, wo ich hin muss. Oder wo ich noch Armeen brauche. Ich habe nämlich, wie gesagt, schon ein paar Tage nicht mehr gespielt und der schon wieder komplett vergessen, was ich da überhaupt gemacht habe. Das ist immer sehr förderlich. Und die Runden werden langsam ziemlich kurz. Also der Rundenwechsel meine ich jetzt. Die Armee steht aus unerfindlichen Gründen hier rum. Wollte die nicht auch irgendwo Richtung Afrika ziehen? Die Armee hat auch kein Ziel mehr. Haben die ihre Ziele verloren oder ist das falsch? Okay. Eine Armee werden wir auf jeden Fall noch hier zu gesellen. Ne, Moment. Die rückt mal lieber hier oben hin. Und die untere rückt da an die nähere Stelle hin. Moment. Wo haben wir denn hier? Da. Bei Avgila. Avgila. Alter. Auf Chila. So. 221 nach Christus. Wann ging das Römische Reich nochmal unter in der Realität? Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ich habe solche historischen Daten nicht im Kopf, muss ich sagen. Ich bin auch kein Historiker, ich bin Elektrotechniker. Das ist ein Unterschied. Ein gewisser. Hättet ihr nicht etwas Gold? Nein. So. Die Eraviska stehen vor Kyrene, was auch immer die Armee da will. Das Problem ist bloß, die kann uns ganz schön Probleme bereiten, wenn wir die Eraviska irgendwann mal angreifen. Das müssen wir auf jeden Fall beachten, dass da noch eine Armee von denen rumsteht, weil sonst reißen sich die hier halb Afrika unter den Nagel. Das kann natürlich auch passieren. Das wäre nicht ganz so vorteilhaft. Ich habe die Runde nicht beendet, oder wie? Doch, das ging nur so schnell, dass ich es gar nicht gemerkt habe. Gut, perfekt. Ich muss aber die Runde wieder beenden, weil momentan ziehen ja die Armeen nur durch die Gegend. Da gibt es nun mal leider nicht so viel zu sehen, ne? Gut, dass wir so ein gut ausgebautes Straßennetz haben. Können sich die Armeen wenigstens blitzschnell bewegen. Und gut, dass wir noch militärischen Zugang mit Ägypten haben, sonst hätten wir jetzt ein Problem. Ich glaube, sonst würden die uns jetzt nicht mehr so mögen, wenn wir mit 3 Millionen Armeen durch ihr Land marschieren. Ihr kommt auch noch dran. Aber jetzt noch nicht. So, Mission fehlgeschlagen. Ja, das ist mir recht egal. Ich meine, diese Missionen sind sowieso nicht sonderlich produktiv. Hatte ich immer zumindest so das Gefühl. Alter, über 4 Millionen. Hilfe. Langsam wird es ein bisschen übertrieben, ne? Naja, passiert. Wir schlagen das Lager auf. Schauen wir mal, wie weit wir gegen die Massilia kommen. Sollte bald soweit sein, sobald meine Armeen halt einsatzbereit sind. Ich möchte halt wieder mal Blitzkrieg führen hier. So, jetzt hat... Wie gesagt, ich bin nur gerade nur am Runde beenden, wegen Armeen bewegen. Ne? Das ist gar nicht sonderlich spannend.
Kommt aber noch. Aber die Armeen, glaube ich, sind alle da, oder? Die zweite dürfte auch da sein. Zumindest nahe vor ihrem Zielort. Habt ihr noch weitere Befehle? Also wie wenige Völker es inzwischen nur noch gibt, ne? Ist echt schon Wahnsinn. Oh, Moment. So. Ihr habt ja alle in Gewaltmaßstellung. Das soll nicht so sein. Ihr werdet in keine Stellung versetzt, sonst habt ihr keinen Angriffsbonus. Ich meine, das mit der befestigten Stellung lasse ich jetzt auch mal. Ich glaube, das bringt nicht sonderlich viel. Und dann würde ich sagen, ihr könnt alle in dieser Runde... Oh, hallo Massylia-Armee und hallo sehr viele Massylia-Armeen. Ihr habt Spaß. Ja gut, das sind alles nur so Noob-Armeen, das sollte kein Problem darstellen. Wir haben hier professionelle Leute am Werk und ich denke, die werden jetzt auch losschlagen. Und wir sind überlegen. Aber ich werde jetzt erstmal noch obwohl, das ist doof, weil dann könnte die andere Armee von drüben kommen. Das ist saumäßig dumm gerade. Ich müsste also angreifen. Das Problem ist, das könnte durchaus was Größeres werden. Die Schlacht werden wir wohl oder übel spielen. Na, das ist ein Belagerungsangriff, den kann ich nicht spielen, oder? Doch, kann ich eigentlich, weil da keine Mauer da ist. Ich kann diese Schlacht spielen. Kann ich das eigentlich sagen, dass die zuerst angreifen sollen? Weil es bringt mir eigentlich nicht viel. Die hat nämlich mehr Kavallerie. Die wäre praktischer, die Armee. Weil ich glaube, ja, das sind halt Speerfuzis. Das ist ein bisschen blöd für die Kavallerie. Allerdings auch ziemlich leichte, glaube ich, oder? Ich glaube, das sind nur so leichte Speerkämpfer. Die sollten an sich nicht viel können. Hier die Verstärkung, das ist alles nur so Speerfuzis. Da sollten unsere Schwertmeister locker mit klarkommen. Und wenn die Verstärkung eintrifft, ist eh alles zu spät. Also das sollten wir eigentlich gewinnen. Ich probiere es mal. Mal schauen, ob wir die aus der Stadt vertreiben können. Der Feind begibt sich zum Kampf aufs Feld hinaus. Ah ja, okay, wir kämpfen gar nicht in der Stadt. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann können wir uns die Kavallerie noch besser zunutze machen, wenn die auf uns zulaufen. Ich in der Situation würde mich auf jeden Fall in der Stadt verschanzen gegen die ganze Kavallerie. Aber ich bin auch kein Kommandant, General, was auch immer. Insofern kann ich mich da auch täuschen. Und das ist eine schlechte Idee, aber ich weiß nicht. Die Sandwache heißen die, gegen die Kriegerskalden. Als ob das irgendjemanden interessiert, wie die Armeen heißen. Könnte vielleicht ein bisschen Moralboost geben, wenn man seine Armee irgendwie benennt und da eine Geschichte dahinter hat, aber... Naja, man weiß ja nicht, wie Soldaten so ticken. So, das passt. Trockenes Wetter. Brauchen wir uns nicht beschweren. Oh, die ist echt schön positioniert gerade, die Armee. Aber so will ich die gar nicht. Erstmal hier kurz hinten sammeln. Jetzt muss ich mir erstmal kurz das Schlachtfeld anschauen. Ich weiß nicht von wo... Ich denke... Na doch, ich glaube, die werden von direkt hier kommen. Das heißt... Speere als ersten Wall wieder mal hier an aufstellen. Dahinter kommen dann schon meine Schwertmeister, die sich um die ganze Nahkampfinfanterie kümmern werden. Dann so flankierend hier zwei Bogeneinheiten. Was haben die für eine Reichweite? Ja, keine so gute. Stell ich die lieber ein bisschen weiter vor. Also das heißt keine so gute, die haben schon gute Reichweite, aber das ist jetzt auch nicht übertrieben gut. Dann kommen hier hinten noch zwei Einheiten von den Steinschleuderinnen. Die haben ja eh eine höhere Reichweite. Die können ja sehr, sehr weit schießen. Während meine komplette Kavallerie sich versucht, mal hinten zu verbergen, wobei ich nicht glaube, dass das was wird. Oh, ich glaube, ich teile die lieber auf, das passt so schön hier. Da können wir nämlich versuchen, hier zu flankieren. Da dürften sie da hinten eigentlich geschützt sein vor gegnerischen Blicken. Und hier hinten eigentlich auch, wobei ich da noch nicht so daran glaube, dass das irgendwas bringt hier. Dann haben wir hier hinten noch die... Ich weiß halt vor allem mal wieder nicht, wo die Verstärkung herkommt. Das ist ein bisschen doof. Meine kommt auf jeden Fall von hinten, also gehe ich mal davon aus, dass die gegnerische nicht wieder von hinten kommt. Sonst haben wir ein Problem. Hallo? Stellt euch mal ein bisschen näher ran hier. Dann wirst du schon mal umgestellt auf explodierende Geschosse. Du auf brennende. Das passt schon. Und der General kann an sich mal hier bleiben. Dann warten wir mal. Schauen wir mal, was passiert. Meine Verstärkung dürfte ja auch gleich eintreffen. Und der Gegner greift tatsächlich schon an. Oder? Sammelt sich der oder greift er an? Oh! Shit!
Die Verstärkung kommt von da. Oh oh. Ah, na, perfekt. Hallo, zweite Armee. Wir werden jetzt hier direkt in die Sperre reinmarschieren. Ich brauche euch, Jungs. Keulenherbane als Kanonenfutter nach vorne. Moment, wie machen wir das jetzt am blödsten? Wir müssen den in die Flanken fallen. Erstmal die als, ja, als Vorhut vorschicken quasi. Während die Adelsreiter auch vorrücken. Ihr dürft auf jeden Fall gleich ins Gefecht marschieren. Während hier sich der Rest noch vom Horizont abzeichnet. Ihr dürft auch mit hier so vorrücken. Ihr seid die Nachhut, genauso wie die ganzen Fernkämpfer. Ich würde hier gerne weiter rauszoomen, aber das geht immer nicht so ganz einfach hier. Und die ganzen Fernkämpfer kommen hier auch mit. Ich muss jetzt nur schauen, wie das wird. Und natürlich auch die andere Flanke im Blick behalten, weil sonst haben wir hier ein Problem. Ihr zieht euch mal ein bisschen zurück. Ihr werdet mal ein bisschen aus der Schusslinie so direkt rausgehen. Jetzt weiß ich nur nicht, ich glaube, der Gegner hat sich doch entschieden, hier anzugreifen, ne? Das ist jetzt doof. Weil wir jetzt hier... Ja, da könnten wir ihn aber flankieren. Ich hoffe... Ja, der zieht hier rüber, oder? Ja, das... Ja, ich glaube, der kann sich gerade nicht entscheiden. KI ist mal wieder am Rumdörben. Das kann sie ja relativ gut. Das ist mittlere Speerinfanterie, diese numidische Speerkämpfer. Aber die sollten gegen die Nahkampfinfanterie eigentlich nichts zu bieten haben, ne? So, wir lassen jetzt auf jeden Fall noch mal eine ganze Fernkampfinfanterie mit, dass die die Flanken beschießen können. Während die sich hier drum kümmern. Ich brauche auf jeden Fall meine Speerbrüder. Moment. Ihr kommt auch mal mit hier. Ich weiß nur noch nicht genau, wo ich euch brauche. Ihr seid auf jeden Fall dann Backup, sozusagen. Genauso wie ihr hier auch mal zum Backup hinlauft. Und ihr mal hier rumreitet. Obwohl, ich reite euch lieber hier hinten hin, weil sonst reitet ihr direkt in die Feinde. Das ist auch nicht so praktisch. Was macht der Gegner da? Er kommt hier so schräg runter. Das heißt, wir werden uns wohl kurz mal umbauen müssen. Zumindest einen Teil unserer Armee hier aufstellen. Damit wir hier klarkommen. Ihr könnt euch auch mal drehen. Ihr könnt euch hier so drehen. Ich weiß nur nicht, ob die da in Reichweite sind. Wird sich zeigen. Ihr werdet euch hier an der Flanke aufstellen. Diese kleine Flanke hier schützen und ihr bleibt mal hier so als Backup in der Mitte. Während ihr euch hier aufstellt und ihr beiden hier mit rüber geht. Weil wir müssen hier den Hauptangriff abwehren. Der sammelt seine Armeen gerade und wir werden zerpflückt. Das ist nicht so gut. Wenn ich das so sehe. Einheit verliert leicht. Ja, bitte hier rein dann. Danke. Und ihr könnt hier mit rein. Einer verliert klar, ja, dann reitet doch mit rein, ihr Vollhonks. Ich glaube, die werde ich jetzt erstmal hier an dieser Flanke brauchen. Und das ziemlich dringend, beziehungsweise eher hier so. Während ihr euch mal hier in die Richtung schon mal dreht, weil ich glaube, das werden wir brauchen. Und ihr dreht euch auch schon mal hier so Richtung da. Ich weiß noch nicht genau, was meine Kavallerie gerade macht. Die könnte an sich mal ganz, ganz weit nach hinten rücken und den General töten. Ach, das ist Nahkampf. Das ist Fernkampfinfanterie, die hier hinschicken. Warum? Macht doch keinen Sinn. Wird jetzt hier ziemlich zerpflückt alles. Das mag mir nicht gefallen. Die verlieren auf jeden Fall hier, das ist durchaus klar. Hier, oh, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich hier vorhin ziehen. Ja, der Hauptangriff geht jetzt auf die Armee los. Das ist nicht so gut. Denn, das sind nur Herbahnspeere, das ist ein bisschen blöd. Und das sind nur Keulenherbahne, das ist auch nicht so toll.
Aber hier haben wir noch unsere Adelsreiter, die dann gleich mal flankieren dürfen. Wenn der Gegner endlich mal aufgibt hier. Ah, das ist sehr schwere Sperrinfanterie, die vernichten wir gerade. Das ist ganz praktisch. Ah, das ist blöd, weil hier jetzt Speere kommen. Söldner Kavallerie, das ist nicht so gut. Ihr geht bitte mal hier drauf los, aber der zerpflückt seine Armee auch gerade vollkommen. Also das dürfte durchaus ein Vorteil für uns sein. So, Moment. Die mittlere Sperrinfanterie mag mir da gerade nicht gefallen, die da gerade ankommt. Das sind Schwertmeister, gut, die sollten da drüben alleine klarkommen gegen die mittleren Speere. Ihr fallt mal hier in die Flanke. Ihr geht hier drauf und dann macht ihr mal, dass ihr dem Gegner hier, dass ihr hier ein bisschen unterstützen könnt. Hier ist nämlich gerade ein bisschen die Kacke am Dampfen, wenn man das so nennen darf. So, reiten wir den mal in die Flanke. Während die hier Ähnliches vorhaben. Und hier mal ein bisschen rumreiten und ein bisschen... ihr könnt mal hier in diese... in diesen Wall aus Dingern hier reinreiten, das, oder reinlaufen, das wäre vielleicht ganz praktisch. Aber der Gegner ist, glaube ich, gerade auch ziemlich am Rückzug, ne? Wenn ich das so sehe. Alter, was für ein Chaos. Der Gegner ist gerade am dezenten Rückzug. Oder macht mal ihr das? Ihr könnt die hier übernehmen. Und ihr sammelt euch mal hier und greift hier an. Ihr macht Ähnliches. Und dann werden wir auch... Ja, die flüchten auch schon. Ach, das sind die Plänkelmodus, deswegen hauen die alle ab. Wo, was macht unsere Kavallerie hier hinten? Die wird sich jetzt hier drüben drum kümmern. Also ihr reitet in etwa hier hin. Ihr reitet alle hier rein, in diesen Pulk. Ihr biegt mal kurz ab und macht die fertig. Stopp mal bitte alle hier. Nicht alles verfolgen, das ist nicht so gut. Gut, das könnt ihr ruhig verfolgen. Hier ist der General, den könnten wir auch mal töten. Das wäre vielleicht ganz praktisch. Während wir hier, glaube ich, noch ein bisschen Support brauchen sollten, dürften. Na, dürfte eigentlich reichen. Ich dürfte, würde sagen, das haben wir gewonnen. Ich würde es spontan mal behaupten. Ich möchte mich aber noch nicht festlegen drauf. Ihr könnt ja mal bitte hier den General mit angreifen. Das wäre ganz praktisch, weil ich glaube, der haut uns gerade noch ein bisschen weg gerade. Einer zieht klar. Ja gut, dann halt doch nicht. Hätte ich jetzt gedacht, dass der vielleicht was kann, aber naja, scheinbar nicht. So, meine Kavallerie ist hinten gerade so ein bisschen am Aufräumen. Das finde ich super. Ihr zieht auch hier nach. Alter, wie das alles zersplittert ist hier. Jungs, mach doch mal bitte den Pulk hier hinten fertig. Das geht ja mal gar nicht. Wo ist eigentlich der General? Ist der schon tot? Nein. Wo ist eigentlich unser General überhaupt? Ach doch, hat noch nichts gemacht. Gut zu wissen. Na gut, den sollte man auch immer ein bisschen schonen. Ah, sie fliehen alle. Perfekt, wir haben gewonnen. Haha. Entscheidender Sieg. Wunderbar. Und der Gegner hat massiv viele Einheiten verloren und wir haben zumindest aus dieser Armee nichts verloren. Aus der anderen vielleicht schon, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das war durchaus erfolgreich für uns. Allerdings muss man auch sagen, dass die Massilier ja ziemlich schlechte Einheiten haben. Also diese Speerfuzzis, die sie da haben, die sind ja, naja, können nichts und haben eine schlechte Moral. Das ist keine gute Kombination. Gut, vermutlich haben sie keine Moral, weil sie ja nichts können, ne? Das ist gut, eine führt zum anderen irgendwo. Das war dann diese Armee. Und das ist meine Stadt jetzt. Dimidi. So, das Problem ist, da drüben steht noch eine Armee, aber die kann auch vermutlich nicht viel mehr. Ich werde jetzt die Armee mal hier hinziehen und auf die Armee warten.
auf die andere. Dann schauen wir doch mal. Mauretanien gehört jetzt also uns. Das können wir weiterführen, aber das machen wir nächste Folge. Ich würde sagen, bis morgen und bis dahin. Servus.